Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spider-Man Miles Morales. Ja, gehen wir mal. Da ist der Ausgang. Yay. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Roxxon vernichten. Shit! Nicht gut. Gefällt dir der neue Look? Hallo, Alexei. Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende. Yay. Okay. Ja. Fahren wir spazieren? Ja, in den Panzer. Wir müssen die Panzer umknacken. Shit. Du bist ein würdiger Gegner. Ich schenke dir einen guten Tod. Einen guten Tod? Okay, war das. Okay. Rein in den nächsten Panzer. Muss deine Rüstung treffen. Ja, du stehst auf und ich schlag dich wieder nieder. Oh, aber ich muss dich nur einmal treffen. Au. Das werdet ihr nicht überleben. Ja, ich könnte ja gerade irgendwie. Ich kann gerade nicht mehr auf den drauf. Ihr seid zu zweit, ha? Ja, ihr seid ein paar mehr. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss, dass ich. Ich erledige ihn! Au. Ich töte Spider-Man und Tinkerer. Roxxon wird sich freuen. Au. Du gehörst mir! Ah, jetzt. Sehr gut. Hier rein, komm. Halt ihn unten! So, Alexei. Rein jetzt hier. Boom. Haben sein Hörnchen abgeschlagen. Okay, einen Panzer brauchen wir noch, ne? Oh mein Gott, er wirft einen Panzer! Hallo? Und wenn ich die Motoren auflade? Hab ich die jetzt aufgeladen? Nein, hab ich nicht, weil ich. Oh. Shit, Mann. Ich muss gerade. Hey, halt das mal bitte! Roxxon hat bei der Entwicklung der Rüstung wohl nicht an explodierende Motorblöcke gedacht. Warte, ich muss zu ihm hin. Oh, nicht doch du, ich muss zu ihm. Shit, Mann. Ich werde ihn nicht töten. Au. Das machen wir nicht. Und deshalb wirst du verlieren. Toll.
Danke für nichts. Toll, ihr habt keine Bioelektrizität. Toll. Mann, muss mich mal kurz aufladen. Oh, leck mich doch am Po. Ich mach gerade ganz viel blöden Mist hier. Das ist nicht gut. Habt ihr echt gedacht, ihr könnt uns einfach entkommen? Ich muss den von dem Motor fernhalten. Jetzt, okay, wartet. Muss hier weg. Wo ist Alexei? Ah. Lieferung! Deine Rüstung ist ziemlich ramponiert, Rhino! Gebe von mir! Langsam wird's! Seine Rüstung wird schwächer! Das ist der Buch! Warum klingst du dann so müde? Kam noch ein Panzer geflogen. Oh nee, das hat er nicht geworfen. Was ist denn das für Kack? Oh. Oh. Noch ein Panzer. Ich komm mal. Oh, scheiße. Kram. Roxanne lässt euch niemals gehen. Ich muss hier mal ganz kurz weg. Komm mal her, Alexei. Oh shit, jetzt bin ich wieder geblockt. Mein Gott, was ist das denn für ein Blödsinn? Krieger hat Pläne mit euch, Kinder. Ah, verdammte Kacke. Komm, jetzt geh kaputt! Siehst du die Kerle? Ihre Waffen! Nichts und niemand hält Roxanne auf! Ich muss mal heilen hier, das ist sonst. Das ist echt ein Problem. Mann, Finn! Konzentrier dich! Wir haben ihn gleich! Oh Gott, Mann! Sind ja so viele Panzer übrig, ne? Brauchen wir noch ein paar Gegner. Ich muss mich nur mal kurz aufladen. Entschuldigung, der ist kaputt. Oh. Du machst mich wirklich rasend. Ja, frag mich mal, Alexei. Bin auch gerade leicht angespannt hier, der ganze Kacke. Deine Panzerung hält nicht ewig. Könnt mir jetzt bitte den Rest von dieser blöden Panzerung abmachen? Das sieht gut aus. Ja? Nice. Deine Roxanne-Rüstung ist deaktiviert. Du bist dran. Okay. Oh yeah. Hi. Ich hab grad keine Bioelektrizität. Oh shit. Mein Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht aufhören, wir vernichten ihn! Ja, ich muss mich mal ganz kurz heilen. Ja, das ist sie. Oh mein Gott! Oh mein Hilfe! Scheiße, leck mich doch am Arsch, ey. Wenn der nicht aber auf die Kacke werfen würde. Piff, Paff, Pum. Schläfchen gefällig? Ja, Finn, du, das ist jetzt gar nicht mal so leicht. Mit diesen ganzen Idioten hier, die noch den ganzen Kack hier die ganze Zeit machen und mich mit Raketenwerfern beschießen und ich hier fast am Sterben bin und jetzt meine Kraft wieder blockiert ist. Also ja, es ist nicht leicht. So, oh Gott, wo ist denn meine? Oh, oh Scheiße. Hilfe,
Himmelarsch und zwar... Also der muss jetzt hier mal weg. So, jetzt habe ich wieder keine Venomkraft. Himmelarsch und Zwirn. Hui. Warte. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. Oh oh. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen, er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Ups. Du musstest zuschauen. Hilflos. Nein, nein, nein! Herz so hell. Oh, die U-Bahn. Familie ist tot. Genki, ich brauche Hilfe. Scheiße. Die ist sauer. Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Hi, Mom. Was hast du da? Ich muss dir was sagen. Hi. Ich bin Spider-Man. Ups. Finn greift die Blase an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. No. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich.
Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Die Überwachungstürme hacken? Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Ich werde das regeln. Für uns alle. Das hätte ihr Bruder nicht gewollt. Aber die ist so von Trauer zerfressen. Deine Mama hat geschrieben. Sie evakuiert das Haus. Danach will sie im Block mit den Leuten weitermachen, die nahe bei der Plaza wohnen. Wirst du helfen? Na klar. Sobald ich Finns neues Nuform-Lager finde. Okay. Na dann. Weiter geht's. Ich hab Zeit, während Genki Finn aufspürt. Okay. Ich sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe braucht. Vorher haben wir noch einen Stufenaufstieg. Haben wir noch einen Anzug freigeschaltet oder irgendwas? Nee, ne? Yeah, Gesundheit plus 5. Was haben wir noch? Auf Wolkenkratzer gestrandet. Das Eis macht meinen Kran kaputt. Mein Laster ist lahmgelegt. Vermisste Katze. Oh, eine Katze. Also wenn die Katze vermisst wird, das geht gar nicht. Wir müssen die Katze finden. Hier unten. Na dann. Das machen wir jetzt noch. Wir finden die Katze. Ich könnte die Zeit nutzen. Ja, ja. Alles gut. Und die App checken. Nachsehen, komm schon, Finn. Hier ist Finn. Hinterlass eine Nachricht. Irgendwann höre ich sie ab. Hier ist Miles. Ich weiß, ich bin der Letzte, mit dem du reden willst, aber du musst mir zuhören. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wenn er in Kontakt mit instabilem Nuform... Die Länge Ihrer Nachricht hat das Nutzerlimit überschritten. Bitte legen Sie auf. Ich rufe Sie später an. Okay. Hey, Probleme mit einer Katze? Ja, Vector, mein Kater ist weggelaufen, als ich die Post holte. Hier, diesen Rucksack liebt er. Wenn du ihn findest, springt er sofort rein. Sind Katzen in Rucksäcken jetzt in? Haben sie etwas, das nach Vector riecht? Hier, sein Lieblingsspielzeug. Süß. Scannen? Und ich habe eine Spur. Keine Angst, Vector kommt nach Hause. Na dann finden wir mal Vector. Hoch auf die Schulbusse. Der Kleine ist flink. Achso, er ist hier wieder runter. Ist das? Halt, ich wollte nicht an die Wand. Miles, Mann. Ich wollte das da untersuchen. Yep, tote Ratte. Gut für Vector, schlecht für die Ratte. Aber ist die richtige Spur. Ist unter den Bus. Na toll. Die Kanalisation. Ich bleib lieber auf der Straße, danke. Die Katze wird echt schräg riechen. Nein. Hier kam Vector nicht raus. Nee, da ist zu. Ich find's lustig, dass wir hier gerade rumlaufen können. Hier ist sie nicht raus. Nee. Bitte zwing mich nicht in die Kanalisation. Nee, da hinten ist offen. Hier ist er raus. Da ist die Spur wieder. Hier kam er raus. Also bleibt mir das erspart. Den Geruch hätte ich nie aus dem Anzug bekommen. Okay, Vector ist hier hoch. Vectors Halsband. Noch warm. Bin nah dran. Noch warm, vor allen Dingen. Das muss man anerkennen. Vector kennt keine Angst. Mietz, Vector, wo bist du? Ist unter die Lüftungsanlage. Also kriechen. No. Vector,
Halt durch, Kumpel. Ich komme. Nein, Vector. Hab dich. Hi. Mach mal langsam. Bin nicht erschrecken. Junge, Junge. Jetzt riechst du wirklich nach New York, Vector. Na. Wow. Komm, also, Vector. Nach Hause. Darfst mit uns schwingen wie Spider-Man. Hui. Oh, Katze, ey. Und voila. Danke dir. Igitt. Dieser Geruch. Oh, Vector, du hast dir ein Vollbart verdient. Süße Katze. Stinkt. Aber echt süß. So. Kriege ich ein Foto? Bald nach einem Selfie. Na dann. Gehen wir mal ein Foto machen. Kommt, wir sind ja nett. Irgendwie müssen wir ja die Zeit hier rumkriegen, dass wir mit der Quest weitermachen können. Da ist die Person, die ein Selfie will. Ei. Wir erfüllen jeden Wunsch. Spider-Man, hi. Ich weiß, du hast zu tun, aber kriege ich ein Selfie mit dir? Oh, cool, danke. Stell dich dahin. Na toll. Es ist toll, vielen Dank. Von wegen nur ein Selfie machen hier. Du hast noch so eine Explosion mit reingezogen. So, noch was? Ah! Sollten in New York mal... Oh. Was ist denn mit diesem Haus? Sie sollten in New York mal ihre Rohre erneuern. Überall. Jetzt noch was. Das ist sehr besser. Ah. Aber nicht gut, dass die Rohre außen lang gehen, ne? Oh. Pani Miles sagt die ganze Zeit nichts und slabert er die ganze Zeit. Aber hier explodiert ein Rohr nach dem nächsten. Und Miles so, yo, ist halt New York, ne? Mein Gott, ich bin da jetzt einmal um das Haus drumrum. Nein, bin ich noch nicht, anscheinend. Ah, warte. Ich meine, es ist Winter in New York. Kann man mal machen. Danke, Spider-Man. So eine Gasexplosion habe ich noch nie erlebt. Gut, dass du so schnell hier warst. Genau, zügig weitergehen. Wir ja. Sind hier in New York City. Weiter! Ich habe gehört, du hast eine App. Ich bin kein Technikfreak, aber für dich werde ich sie mir ansehen. Danke. Gut. Nee. Ah. Hey. Ich hab Finns Versteck. Das Oscorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Okay. Komm, wir machen die jetzt noch. Dann haben wir fast alle. Das Oscorp Science Center. Weil jetzt noch eine Hauptquest anzufangen lohnt nicht. Dann machen wir jetzt noch eine Nebenquest. Und dann gehen wir zur Hauptquest. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Hauptquest weiter.
Wir müssen Finn irgendwie davon abbringen, dass sie das mit dem Bombending da durchzieht. Das ist nicht gut. Ach, ich freue mich auf den Winter. Ich weiß, die meisten Menschen lieben den Sommer, aber ich bin durch und durch Winterkind. Du bist wieder da. Also, Oscorp Science Center. Dort findest du Finns Nu-Form. Oh mein! Der Energiekonverter, für den wir damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Nu-Form instabil genug machen, um die Roxxon Plaza hochzujagen. Mhm. Wow. Als ob sie dir eins auswischen wollte. Mhm. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mom bei der Evakuierung zu helfen. Bis später. Hau rein. Okay. Oscorp Science Center. Finn muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das Nu-Form mit. Oder ich vernichte es. Oh, Mann, danke. Ich fahre Weihnachtsessen aus, aber der Laster ist eingeschneit. Die Familien zählen auf mich. Hilfst du mir? Klar. Du bist großartig. Spitze. Dein... Das Essen in diesem Laster ist doch mega kalt, wenn das jetzt eingeschneit ist. Ach Mist, die Batterie wegen der Kälte. Da ist doch nichts Frisches an Essen drin in diesem Laster. Wohl Lebensretter. Er muss dann los. Die Leute warten auf das Essen. Wie er davon fährt. Warum redet Miles nicht mehr? Kommt wohl echt zu spät. Warum sagt Miles nichts? Normalerweise sagt er doch, ja, hey, shit, ich muss dem das bringen. Der hat das hier vergessen, das ist seine Auslieferungsliste. Der gute Mann weiß doch sonst gar nicht, wohin. Aber nee, Miles ist stumm. Was ist mit dem los, mit dem Jungen? Hey, Sir. Sir. Hey, Sie haben Ihre Liste vergessen. Oh, wow, danke. Heute übertriffst du echt alles. Hui. Das sieht cool aus. Gut. Dann zum Science Center. Da schwingen wir jetzt nicht hin. Wir fahren mit der U-Bahn. Das nächste Weihnachten vorüber. Das nächste Jahr. Hey, Spider-Man. Oh, nächstes Jahr. Klappt's bestimmt. Das sieht cool aus, das Science Center. Schöne Feiertage. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich hüpfe noch zum Science Center. Und dann... Nein! Ich wollte die Mission nicht triggern. Und der Aaron? Okay, Aaron, what the heck? Na toll. Ich kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen. Aber du hörst nicht zu. Du hast uns du verraten. Du also, dass ich überlebe und verrätst mich an Krieger. Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht.
Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Okay, dann wird die Folge jetzt doch länger als gedacht. Ich will nicht. Aber hier kann ich nicht bleiben. Dann tue ich, was ich tun muss. Dich schützen. Seine Tanzhexen. Ich muss sie kurz schließen. Ja, wie denn? Was ist er denn jetzt hier hin? Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Ich bloß nicht mir die Schuld. Oh, Onkel Aaron. Au. Au. Will ich hier den Kurs schließen? Wann verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt kämpfen muss? Wann wirst du verstehen, dass du das nicht kennst, wenn du tot bist? Wenn Dad uns sehen könnte. Ihr würdet verstehen, dass ich dich schützen muss. Er kann nicht jeden Trick kontern. Kann das Ding schon machen? Ja. Alles war in Ordnung, bis Spider-Man dich beeinflusst hat. Ja klar. Mich. Gib Peter nicht die Schuld, Junge. Ich muss ihn finden und mit Venom angreifen. Ja, mach ich doch schon. Miles, was glaubst du? Was glaubst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Wie verrückt das Ganze ist. Okay. Du begreifst es nicht. Ich bin der Einzige, der dich retten will. Und ich will alle anderen retten. Na klar. Du kannst Tinkerer und Rockstone besiegen. Kannst du nicht. Ich muss es versuchen. Du weißt, Neffe. Hat dein Mentor dir nicht beigebracht, deine Kette einzusetzen? Er lehrte mich, meine Belange zurückzustellen. Was zum... Du hast extra auf Rockstone kontert sie. Du kapierst nicht, wie die Realität ist. Jeder gegen jeden. Nicht, wenn wir sie besser machen. Mein Gott, wie viel hält der denn aus? Nicht. Du hast immer nur für dich selbst gekämpft. Vielleicht bin ich deshalb noch am Leben. Soll doch wer anders liegen im Underground. Du stellst dich gegen den, die du nicht schlagen kannst. Und wer hat das doch gemacht? Sag nicht seinen Namen! Soll deine Mom dich auch begraben? Das lasse ich nicht zu. Nicht gut. Ah, klar. Programme? Mehr Technik von deinen Rockstar-Freunden? Ich pass mich an. Du kannst nicht mehr. Du bist naiv, Neffe. Immer noch ein Kind, der Spider-Man verehrt. Nein. Aber ich weiß, dass die Leute zu mir aufschauen. Du hättest mich nie als Spider-Man akzeptiert. Das Risiko, das ich eingehe. Du hast recht. Ich hab schon genug tote Eltern in meiner Familie. Sein. Wie weit willst du gehen? Willst du dich umbringen, um der Maske würdig zu sein? Wenn es sein muss. Hau ab!
Keks. Mach das nicht. Wirf dein Leben nicht weg. Ja. Ich tue, was ich tun muss. Natürlich. Genau wie du. Oh mein Gott, wie viel hält der denn aus? Ich will doch nicht erzählen hier. Er ist ein normaler Mensch. In Miles und Peter mehr einstecken können. Okay. Aber unser Onkel? Welches ist dein schon wieder. Ja. Ah. Aua. Oh, das hat aber ganz schön gehangen gerade. Ich weiß, ich hab's versaut. Du bist enttäuscht. Aber wir sind Familie. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ich auch nicht. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Das war so nicht geplant. Ich wollte nur noch kurz zum Science Center. Genki, mein Onkel hat mich entführt und eingesperrt. Was? Geht es dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Für immer. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich musste es tun. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn es in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man. Okay. Wir haben Fertigkeitenpunkte. Die würde ich schnell noch ausgeben. 3 Stück haben wir. Die können wir aus dem neuen Spiel plus freischalten. Okay. Dann haben wir jetzt noch von der Wandangriffe, die machen wir nie. Drücke X beim Landen auf einen Gegner während Wendungsspritze. Das kriege ich auch nicht hin. Einmal das. Nochmal das. Und dann nehmen wir das noch. So. Gut. Dann machen wir jetzt an der Stelle aber tatsächlich Schluss. Dann bedanke ich mich bei euch, wie immer, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und das kommt raus, wenn man sagt, ja, ich gehe nur noch schnell zur Mission und dann machen wir Schluss für heute. Ja, super. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr. Ne? So viel ist gar nicht mehr zu tun. Also seid gespannt, was alles noch kommt. Bis dann, macht's gut. Tschüss.